Minute, wir drehen! Jungs, bitte! Schreckenstein! 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 Wir sind in dem ersten Teil also zu einer Familie zusammengewachsen. Und wenn man dann hört, dass es so weitergeht, ist es eigentlich sehr schön. Es ist natürlich immer toll, mit Leuten zu arbeiten, die man kennt, wo es ein Vertrauen gibt. Es macht dann wieder Spaß, die Vorfreude ist dann wieder da, man sieht sich wieder. Ist dann schon mal der Einstieg in den Dreh, ist schon mal super gewesen. Das war echt toll. Das ist ja wie früher, Jungs, geil. Scheiße, ihr habt noch nicht alles vergessen. Ich kann mit einem Auge schielen. Roderick, ich guck mal, ob ich's kann. Natürlich sind wir alle größer geworden. Und hauptsächlich, glaube ich, ist sogar, dass wir alle nicht mehr so chaotisch oder Chaoten sind. Weil ich habe im ersten Teil war es am Set noch ganz anders mit uns. Also viel lauter, viel anstrengender, glaube ich, auch für die anderen. Hallo? Nein! Jungs! Weißt du, was die Fehler machen? Weißt du, was die Blödsinn machen? Das ist seiner Auffassung nach Teil der Entwicklung von Jungs. Die werden nicht pathologisiert, sondern da wird die Energie der Jungs aufgefangen und wird gewissermaßen umgeleitet in Verantwortungsgefühl. Die haben mir so einen Kniekick gegeben. Wer? Bene. Was? Ich habe mich hingesetzt. Hä, ja, und damit, als du dich hingesetzt hast, hast du hier tschack und dann bin ich so ins Wasser gefallen. Up 1-6, make 6-6, make 4-6. Hallo, willkommen bei Ihrer Mulbibox. Wir sind jetzt hier an der Eisdiele. Und wir drehen hier coole Szenen, was natürlich auch cool ist, dass wir Eis essen dürfen, also richtiges Eis. Oh, 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 die Hühner kommen, in ihren Scheißmützen. Leider ist es ein bisschen heiß, da schwitzen wir natürlich in unseren Wollpullover, aber das ist gar nicht schlimm. Na Jungs, freut ihr euch schon? Klar, wenn ihr ein Eis ausgebt, Schoko-Vanille-Pistazien. Ich nehm's auch. Also hier seht ihr jetzt nochmal so einen Nebendrehort von der Bäckerei-Konditorei vom Eisladen. Und hier chillen so die anderen so ein bisschen. Und proben gerade was? Wo hast du vorher abgestellt? Eigentlich da, wo wir jetzt. Ich glaube, ich wäre als Junge sehr gerne ein Schreckensteiner gewesen. 12 Minuten über den See. Das war schon wieder ein geiler Tag. Rares Blutwurst. Das ist ein Film, der auf jeden Fall noch mal richtig erklärt, was man erreichen kann, wenn man auf jeden Fall an seine Ziele glaubt. Ich würde mir den Film angucken, weil es mir Freude macht, in diese Schreckensteiner Welt einzutauchen. Danke aus! Danke aus! Wenn ich mir das alles ja geschnitten vorstelle, mit der Musik, mit unseren tollen Schauspielern. Ich habe wieder eine tolle Rolle mit viel Haaren, das freut mich besonders, erinnert mich an meine Jugend. Man kann so machen, geil. Und es ist schön warm. Ich habe dann ein sehr gutes Gefühl. 1, 2, 3. Schaut euch unbedingt den Film an! Was denn? Schaut euch unbedingt den Film an!